Also ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt noch gar nicht so angeguckt, wer alles schon sicher weiter ist und wer nicht, weil wir haben erstmal uns voll auf uns konzentriert und haben gestern dann ja unsere Hausaufgaben gemacht, sage ich mal, sind jetzt sicher in der nächsten Runde, werden jetzt natürlich in Montpellier noch versuchen, Platz 1 zu festigen und dann wird sich zeigen, wo wir am Ende landen. Ja, ist natürlich eine Riesensache für die Bundesliga. Ich glaube, es ist schon etwas länger her, dass alle drei Mannschaften sich fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Ich glaube, heute auch in der Europa League haben die deutschen Mannschaften gute Chancen, ja, weiterzukommen und das spricht auf jeden Fall für die Bundesliga. Gibt es ein Sonderlob für Schwarz-Gelb? Nö. Frankfurt mit Sicherheit eine Überraschungsmannschaft und wir sind da gewarnt. Haben auch noch einiges gut zu machen, glaube ich, wegen letzter Woche. Das Spiel gegen Leverkusen war ja von unserer Seite ja nicht so akzeptabel, würde ich mal sagen. Und von daher müssen wir uns da jetzt voll reinhängen gegen Frankfurt. Zum einen, weil sie eine gute Mannschaft haben und zum anderen, weil wir noch was wieder gut zu machen haben. Im Moment ist er ja noch da und wir wissen, was wir an ihm haben. Dass er ja ein Weltklasse-Stürmer ist, ist außer Frage. Dass wir ihn auch noch gerne weiter hier hätten, ist auch keine Frage. Aber letztendlich müssen wir uns ja auf unser Spiel konzentrieren und nicht auf die Personalie von Hunter. Und ich denke, er wird da eine Entscheidung für sich selber treffen. Und ja, solange er hier alles gibt, ist uns das eigentlich noch relativ egal.